Start! Das war Johnny. Ich hab geguckt auf meine Tastatur. Ich werde fast erstickt. So, mich schreibt hier schon gleich einer an. Ich hab den Heimlichgriff gekonnt, ja? So, erstmal. Ja, gut, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ich für meinen Teil habe mir jetzt vorgenommen, dass wir ein bisschen produktiver sind. Nachdem wir in den letzten Folgen ja nicht so ganz so viel geschafft haben. Ja, keine Ahnung, hier im Weltchat hat gerade... Oh mein Gott, ich hab gefunden! Gips Fatim hat gerade geschrieben. Wer hat das Vato-Set für mich? Gebe 4 Beweise dafür. Und dann habe ich ihm angeschrieben, oh mein Gott, 4 Beweise! Und er so, wieso, Tutorial? Ja, das ist ganz normal. Oh mein Gott, ich hab einen Zoom gefunden. Ich würde da geben 3,9 Beweise. Oh scheiße, Mann, ich glaube, ich muss den Ton noch ein bisschen leiser stellen, nur. Ja, bin ich mal dafür. Oh, ich hab wieder einen... Ja, das reicht. Wo ist mein Outblut hin? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Achso, natürlich habe ich Zeit. Schon ganze Zeit habe ich Zeit. Was denkst du von mir so? Oh, krass. Zeit ist schon lange gestartet. Ja, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Walter, Alter, wir sind noch gar nicht in der Gruppe. Alter, gejoint. Alter, hör auf, wegzulaufen. Warte, ich will dich anklicken. Ha, ich war schneller als du, deine Mutter. Jetzt sag ich das schon wieder, warum sag ich das immer? Ich sag das nur, wenn wir Runes of Magic zocken, Mann. Ja. Oh, mein Ehepartner. Hä, kann ich 10 Ehepartner? Achso, man kann Level 10 sein, ne? Jetzt nimm an. Nimm du an. Ja, meinetwegen, Mann. Wir kommen früher. Toll. Ich kann dich jetzt mit F1 kann ich dich übrigens... Nee, mit F1 kriege ich mich selber an, aber mit F2 kann ich dich direkt anklicken, wenn ich dich jetzt heilen will. Mit der Taste zum Beispiel. Schnellheilung. Wo ich kann auch hast du gesehen? Und mit F3 passiert irgendwas Cooles, aber ich hab vergessen was. Ja, ich hab dich voll episch geheilt, ja. Jetzt alle Tasten durch. Ja, ich weiß. Ach so, kann man das ein- und ausblenden, aha. Was? Ja, nein, jetzt komm. Wir haben gesagt, wir sind produktiv und das machen wir jetzt. Aha. Wo sind wir? Klicken wir auf alte 4. Ich wollte es gerade machen, ja. Oh, das ist so lustig gewesen. Okay, produktiv sein. Ja, davon so, ja, hier war ein kleiner Cut, ne? Concentration of Productivity. Wieso bist du so stark? Ich fühle mich so voll unterpowered, weißt du das? Wir müssen Ältes live spielen. Was? Okay. Als erstes machen wir hier Tarzan, die Untersuchung. Was ist denn Tarzan? Achso, hä, wieso Tarzan? Jetzt Tarzan. Okay, okay, Tal. Da steht Talerz. Wir müssen nach da. Ja, das Talerz, das haben wir doch schon fertig. Das haben wir schon. Die ja, Talerz haben wir abgegeben. Ja, die habe ich schon abgegeben, oder? Da übertreibt man nicht. Habe ich die schon abgegeben? Wo ich am Pferd für 2 Stunden gegeben. Oh mein Gott, das ist so. Okay, ich warte. Wir gehen jetzt einmal auf die Map. Ich kann jetzt sogar reinzoomen. Fenstergröße 100%. Hatten wir die nicht früher immer so auf 50% gestellt? Warte. Na. Hier ruft man die Map auf mit M. So, 70%, das reicht. Ich hab meine auf 90%. Ja, ich hab meine jetzt auf 70, glaube ich, oder so. Oh mein Gott, man... Hä? Das ist doch schon noch keine... Ist das über eine Woche her, dass wir jetzt gezockt haben? Das ist keine Woche her. Doch. Zäh, schnack doch nicht. Doch! Oh. So, ich gehe jetzt zu Gustav. Wer ist Gustav? Ja, okay, heißt nicht Gustav. Er heißt Jatos. Ja, okay, es ist so unschlau, dass ich dir hinterherlaufe, ne? Aber ich mache es jetzt einfach. Ich habe einen Findenpfeil, so einen roten Pfeil, den folge ich einfach. Oh, ich bin so erkältet, das ist so ekelhaft. Ich bin die ganze Zeit am Niesen. Das kriegt ihr vielleicht auch noch mit. Das wird sehr schön. Habe ich schon gesagt, dass ich fast erstickt bin. Wo dran? Oh, wir sind zweitgerannt. Das war so ein komisches Chips-Ding, was gar kein Chips war. Hey, hier kannst du was abgeben, hier kann ich gar nichts abgeben. Ich schon. Hey, hier könnte ich... Entdeckung des neuen Schmieds könnte ich hier machen. Ja, ich habe das angenommen. Ach so, okay, ich war schon weiter als du. Okay. Hui. Warte, ganz wichtig. Und jetzt müssen wir noch... Jetzt muss ich noch zu Hugo. Auf zu Hugo. Ich laufe dir, wie gesagt, einfach hinterher. Warte, ich guck, wo Hugo ist. Hugo ist im Aslantal. Nein, da gehen wir jetzt nicht. Du hast, glaube ich, ein paar falsche Quests aktiv, du. Ich hab Hugo. Okay. Okay, ja. Ja, warte kurz.
ich glaube, wir sind ja mit Gagina, unserer... Nein, Jesterhochland, weißt du, jedes Mal, wenn du jetzt dazwischen redest, mache ich dich einfach leise. Hast du das? Ja, das kann ich machen. Das finde ich gut. Sind wir in den Drachenzahnhügel? Gebirge, ja. Hier steht aber Hügel. Hä? Es ist nicht Drachenzahngebirge? Das heißt Drachenzahngebirge. Hier steht aber Hügel. Ja, du bist so Venushügel, weißt du das? Da. Helft Dun Karubin und gebt 10 Rosenkreise in die Nähe vom Schneehochzeit für 10 Blumen. Ja, das war sehr schön gelesen. Also ich muss jetzt, warte mal. Untersuchung des Zwergen-Außenpostens, Flug des Eiszwergpriesters, Einflussfaktoren, die Entdeckung des neuen Schmieds und schneeweiße Blumen machen. Was, ich habe nicht zugehört, mach nochmal. Untersuchung des Zwergen-Außenpostens, ja, Flug des Eiszwergpriesters, Einflussfaktoren, ja. Entdeckung des neuen Schmieds und schneeweiße Blumen. Ich hab doch auf zum Schneebeben. Was kannst du da machen? Oder was musst du da Gustav machen? Möchte, dass ihr euch in die Schneeholzeinschlag begibt und herausfindet, was mit Terenzi geschehen ist. Warte, den habe ich glaube ich auch. Das ist Stufe 26, ne? Ja, den habe ich ja auch. Guston heißt. Der heißt nicht Gustav, der heißt Guston. Das ist ein französischer Name, glaube ich. Ich folge mich, weiß, wo es lang geht. Wann hieß der nicht bei Ratatouille? Hieß der da nicht auch Guston oder so? Nee, der hieß Ratatouille. Ja, aber ich meine doch, der Mongo, der gekocht hat, der Fette, der gestorben ist. Natürlich ist einer gestorben. Ich hab nur das Spiel gespielt, da wo man so auf so einen Ball laufen musste. Ja, ich hab den Film irgendwie einmal geguckt. Hieß der nicht so? Ja, der war voll geil. Du lagst bei mir irgendwie, du. Weißt du, jetzt haben wir wieder diesen geilen, weißt du, du reizst und plops immer so weiter nach vorne, kennst du das? Du weißt noch, ne? Nein, nicht stehen bleiben, Johnny. Du darfst weiter rennen. Ja, ey, fick dich! Ich dachte schon, du klickst auf Folgen, ey. Ja, das kann man übrigens auch machen. Wenn ich jetzt auf Johnny klicke mit meiner tollen F2-Taste und dann auf das Accent Circumflex, also diesen Häkchen, mit dem die Leute immer den hier machen. Hör, lustig! Weißt du, sieht man den? Oh ja, toll, jetzt habe ich einen Dreifachen gemacht. Nee, egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich da jetzt mache, kann ich einfach... Skeletfolge, jetzt lauf mal, ich will das nur mal zeigen. So, ich muss nichts machen, ich halte meine Hände hoch. Kann ich euch zwar jetzt nicht zeigen, aber ist mir jetzt egal. Warte auf Facecamera, ne? Ja, ich war am überlegen, ob ich das mal mache, aber dann irgendwas anderes zocken, irgendwas Grusel-Schocker-mäßiges, weißt du Bescheid? Mit meiner Oculus Rift. Nee, das sieht man ja nichts mehr vor meinem Gesicht, das macht doch keinen Sinn. Oh, man sieht doch die Haare und dein Körper. Ui. Zumindest dein Oberkörper, okay, dein Hals. Ja, mach du doch mit Oculus Rift und Facecam. Nee, ich habe Angst. Aber du musst ja mal dein Mikrofon an den Mund kleben, damit man dich versteht. So mit also mit Paketband. Yay! Nee, ich baue mit Konstruktion, dass ich da vorne einfach festklebe und dass es dann so vor meiner Fresse hängt, einfach so an die Oculus Rift festgeklebt. Ja, Uhu Patafix fixiert fest, immer. Ich wusste es, ne? Hier war eine geile Schlucht. Wollen wir den Eiszwergarbeiter und die Drachenzahn-Eisbestie mal töten? Nö. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, dass ich mit meiner Main-Class eigentlich den Priester spiele. Da kann man nicht hoch. Und, für die jetzt keine Ahnung von dem Spiel haben, wird das vielleicht ein bisschen komplizierter und dann mache ich vielleicht auch nochmal ein Video ohne Johnny, ne? Weil der... Oder ich mache ihn... leise oder so. Ey, Johnny, lass mal hier runterspringen. Nee, warte, ich hab fast runtergeglitscht, ey. Lol, da ist eine Brücke, da will ich rauf. Ich dachte, hier müssen wir rüber. Ich weiß, ich bin gerade versucht, über den Berg zu klettern. Ja, wir müssen übrigens, glaube ich, diese Eiszwerge oder so töten, ne? Ich hab so mega den Drang, hier gerade runter zu springen, ne? Ja, ich weiß. Ich auch. Oh, wehe. Nee, ich mach das nicht, bin auch nicht du. Nein! Okay. Alter, sterbe ich? Ich sterbe. Ja, dann ich lauf dann schon mal weiter. Ich hab jetzt kein Problem. Da unten sind ja Ziele, die ich töten kann. Nein, okay. Ja, spring mal runter und töte die. Nee, ich guck jetzt, ob ich irgendwo anders. Warte mal, wenn wir jetzt hier weitergehen. Nee, hier kommen ja schon wieder die nächsten Quests. Das wollen wir ja gar nicht machen. Ist denn noch ein so weit, voll weit unten. Nee, ja, komm mal wieder zurück. Mach erst eine Quest, die wir so haben. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Grafik, habe ich das jetzt überhaupt? Wie weit habe ich das jetzt eigentlich normal? Geht das eigentlich, wenn ich das auf hochstelle? Oder leckt das denn ein bisschen? Nö, es geht eigentlich. So, unsere Waffe schwingt wieder in der Hand. Auf Z so, welchen Quest wollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich stelle es wieder auf normal, weil normal ist halt normal und so, weißt du Bescheid.
Ich bin für untersuchte Zwergen auspassen. Gustav vom Orden der dunklen Glorie möchte, dass ihr Militärstall außerdem untersucht. Ihr müsst zum Eiszwerg Auspost sehen. Ja, ich weiß, ich töte schon Eiszwerge, Johnny. Ich warte hier eigentlich schon noch auf dich. Ja, du bist viel weiter weg, ey. Guck mal, ich bin schon da. Du bist beim Tal Eiszwerge. Ja, keine Ahnung, ich töte hier Eiszwerge und sammle Sachen und so. Machst du alles falsch? Nee, ich mach alles richtig. Du kannst gar nichts, ja. Was kannst du denn? Falsch. Und übrigens, unser nächstes Let's Play wird Eldest Life sein. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. So, Max, du kündigst immer Sachen an. Ich muss das aufnehmen, ich hab dazu keine Lust. Ja, ich muss mal wieder Lictim aufnehmen, ne? Echt so? Boah. Ich hab hart zuvor hochgeladen, ja, Biatch? Ja, ich weiß. Ich glaube, er ist voll müde und danach kann ich... Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Ach ja, mit den Island Games, hattest du die schon mal angekündigt irgendwie? Ja, ich habe versucht ein paar... Nö. Also ich habe versucht, warte, machen wir gleich, ja? Ich habe versucht ein paar Leute zu finden, aber wenn ich irgendwas unter anderen Videos schreibe, dann meldet sich keiner. Noch nicht mal irgendwie Dislike oder so, oder einer schreibt, ja, die Fresse, du Spacko. Bin ich eigentlich gewöhnt, das finde ich mir voll geil. Schreib die doch privat an, also falls uns jemand sieht... Ich habe schon ein paar privat ich weiß nicht, hast du denn noch unseren ersten Versuch von dem Prototyp der Island Games? Ja, habe ich noch. Hast du noch? Weil das wäre... Wir haben uns nämlich ein Spielprinzip für Minecraft ausgedacht, die Island Games. Ich denke mal, wir verraten da jetzt gar nicht so drüber. Also es geht darum, sich zu bebetteln, so voll PvP und so, voll krass, ey. Aminecraft? Nein. Ja, genau. Und da machen wir uns voll fertig und so. Weißt du Bescheid? Wahrscheinlich wie ein normales Minecraft-Let's Play kommen, da es einfach zu langweilig ist. Ja, das machen einfach zu viele. Ich finde, Minecraft wäre ganz lustig jetzt, wenn wir das nochmal zocken würden oder sowas. Das ist einfach too many Leute. Ja, eben. Man, das da guckt sich nicht mehr, wie man aus der Masse raussticht. Ja. Außer mit unseren Island Games, das im Prinzip haben wir uns jetzt ausgedacht, den Prototyp, den wird Johnny dann jetzt hochladen. Das war so ein bisschen so eine Fail-Runde, wo wir noch nicht mal selber wussten, wie wir das denn jetzt überhaupt spielen sollen. Ja, wie so richtig. Wir haben einfach so auf... Wir haben einfach mal losgelegt und uns so ein bisschen bebettelt. Seht ihr aber dann, wie das Ganze funktioniert und so. Und dann haben wir jetzt die letzten Tage, in denen jetzt weniger Videos kamen, saßen wir einfach da und haben uns Frieda den kleinen Mongo geholt und dann haben wir zusammen gebaut und haben... Der war voll unproduktiv. Ja, und wir haben uns richtig schön ins Zeug gelegt und... Ey, dir ist schon klar, dass du falsch rennst. Nee, ich habe Eiszwerge getötet. Renn das war alles richtig. Ich kenne mich mehr aus als du. Ich habe voll Lust, da jetzt wieder runter zu springen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns ordentlich ins Zeug gelegt und jetzt haben wir eine schicke Map gebaut und ein schickes, naja, wie heißt denn das? Ein schickes System für unser Spiel entwickelt mit Klassen. Ich habe mir auch schon ein paar Plugins rausgesucht. Wie zum Beispiel für Teams und dass man Spawn Protection hat und dass Rüstung gefärbt werden kann, also auch Lederrüstung und so. Aber leider war ich zu dumm, irgendwie einen Bucket-Server zu machen und darum muss es jetzt erstmal so funktionieren. Ja, das ist ja auch noch eigentlich theoretisch eine Beta. Also falls jemand Bock hat, dann, ich weiß nicht, wollen wir sonst kurz die Welt zeigen und das Spielprinzip nochmal erklären? Das schneidest du denn noch an unseren ersten Prototyp ran oder so? Ey, wir können ja irgendwie mal gucken, auf jeden Fall wird da irgendwie was kommen. Ich kann einfach an unserem ersten Prototyp das nochmal ranschneiden. Ja genau, da zeigen wir so ein bisschen die Welt, erklären, wie es funktioniert und so weiter. Und wenn jemand Bock hat, mit uns die Island Games, die Beta oder so zu zocken, wir werden nochmal gucken, ob wir vielleicht einige andere unbekannte... Voraussetzung ist, ihr müsst Minecraft haben. Am besten gekauft, gecrackt könnt ihr auch, aber hoffe ich nicht, weil ihr unterstützt den Entwickler, der schon genug Asche gemacht hat, aber egal. Es ist ehrenhaft, sich Spiele zu kaufen. Hey, ja. Es ist auch ehrenhaft, sich... Fraps zu kaufen, ja. Ja, zum Glück haben wir das gemacht. Ja. 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 Ja, okay, haben wir. Haben wir. Und Camtasia auch. Ja. 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 Keiner von euch hat Preferenz. Nein, wir haben uns das wirklich gekauft. So, Schleim halt irgendwie, ne? Ja, irgendwie so ein Frosch, ne? So, ich wollte jetzt erstmal was über Eldest Life erklären, ja? Ich wollte eigentlich noch weiterreden. Halt die Fresse. Es ist ein Spiel, also ihr kennt Arma. Max, du kennst Arma, hast du ja sogar? Ja, ich hab Arma 2, ja. Ja, Arma 2 ist scheiße, du brauchst Arma 3. Ja, egal. ja, mach ich einfach. Auf jeden Fall, das ist so ein Spiel, da läufst du so rum. Ja, man läuft! Krasse Scheiße. So, da musst du so, es geht ja so um Big Money Bitches. Okay, ein Bitches nicht, aber ein Big Money. Du musst da, kannst du ja zum Beispiel, kommst da so an mit 3000 Geld oder Dollar oder Euro Geld. Oder Ficken. Das ist die Währung da, Ficken. 3000 Ficken, yeah.
und dann musst du erstmal so einen Job machen. Also das ist eine Open World, so wie DayZ eben, nur moderner. Also heißt es, wir können das zusammen zocken? Ja, das würde uns zusammenzocken gar nicht funktionieren, weil dann würde es keinen Spaß machen. Dann wäre es sinnlos. Ja, egal, ich verstehe nicht mal, wie das Spiel. Ich kenne das Spiel nicht. Ja, warte. Also, es geht darum, man kommt in eine Welt. Da sind überall ganz viele. Ja, eine Welt, da sind ganz viele, ja. Duell. Nein, da sind ganz viele andere Leute. Ich fordere gerade die Duell raus, musst du filmen. Ja, ja, ich komm gleich. Also das sind ganz viele andere Leute. Oh, verweigerst du, ey, schlumpf. So, also hab ich schon gesagt, dass da ganz viele andere Leute sind. Hä, nee. Gut, dann nämlich ganz andere viele Leute tun. Echt nein. Jetzt? Ja. Hey, ohne hab ich auch nicht geglaubt. Und du kannst dir eben Sachen kaufen, so ein Auto, kannst dir eben Autos kaufen und dann geht's darum, sozusagen Geld zu machen. Du kannst zum Beispiel Äpfel pflücken gehen, dann gehst du auf so eine Äpfelpflückplantage, das Farm ist relativ langweilig, dann drückst du einfach immer auf den Knopf und sagst, er baut jetzt Äpfel ab. Aber das ist für mich auch nicht das Sinn des Spiels. Für manche vielleicht das schon Sinn so. Des Spiels. Vielleicht manche denken nicht so, oh, ich farm 5 Milliarden Äpfel und dann habe ich 3 Euro Geld gemacht. Ja. Finde ich voll geil, Mann. Ja. Und du kannst eben auch so ein Auto kaufen und so. Man kann auch Autos von anderen knacken. Und dann das Geilste ist, da gibt es eben auch Polizeitypen. Die können dich dann richtig anhalten und du musst dann mit denen über Voice-Chat reden. Sagen dann so, halten Sie mal bitte an, steigen Sie aus, wir durchsuchen Sie jetzt. Aber du kannst zum Beispiel auch böse sein, kannst Autos knacken, kannst andere überfallen, kannst auch Drogenhandel machen. Und das ist dann mega lustig, wenn du einfach so Leute rüberfällst, deren Autos klaust und so richtig hinterlistig. Das ist voll lustig. Ja, ich werde angegriffen. Mein Gott, der war hinter mir. Ja, also es ist theoretisch. Also ich weiß nicht, wie auch auf den, dass andere Spieler da sind. Ja, aber was kann man sich denn jetzt darunter vorstellen? Ist es jetzt eher so, ist es jetzt in Richtung GTA-Style oder was? Wie darf ich das jetzt? Nein, also du hast eben, es geht mehr, wenn du. Es ist eben nicht so, dass du die Autos gehen relativ vielleicht kaputt, du kannst sie auch wieder reparieren und so. Es geht eben mehr darum, sage ich jetzt mal, an Geld zu kommen. Aber es ist eben lustiger, an Geld zu kommen, wenn du irgendwelche illegalen Aktionen machst. Weil du da, wenn du die ganze Zeit einfach zum Kupferwerk fährst, dann zum Händler fährst, also du brauchst auch für alles eine Lizenz. Du brauchst zum Beispiel eine Autofahrlizenz. Du kannst auch ohne Lizenz fahren, aber wenn dich dann die Polizei anhält, kann es sein, dass du dann irgendwie vor viel Geld zahlen musst. Money und so. Oha. Aber du kannst die Polizisten auch einfach umhauen. Nur dann kann es auch sein, dass du dafür. Das hört sich jetzt für mich im ersten Moment so ein bisschen an wie so ein Misch aus GTA und... Ja, du hast es ziemlich so einfach umzuhauen. Dafür brauchst du erstmal eine Waffe und die Waffe kostet 15.000 und dann kannst du sie aus. Ich meine nur eine Mischung aus GTA und APB Reloaded. Kennst du das? Nee. Nee? Das ist auch so ein GTA Autofahrstyle, Gangster gegen Polizisten Alter, und umschießen. Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm doch ja, hoch, warte Mann. Doch. Ich baue doch gerade ein Talents ab. Alter! Oh, was ist denn los? Mann, kleiner ja, Bubi. Hier sind mega viele Menschen. Hier ist irgendwie ein Portal. Wollen wir Menschen? Aber rein? Hier sind ganz viele hohe Leveler. Hier warte, sind ganz viele... warte, die Menschen. Oh vielleicht kennt uns ja einer. Oh mein Gott, ich fange an zu laggen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Menschen. Ja, guck, wie viele das sind. Lass mal das Portal da reingehen. Ich gehe jetzt rein. Guck, wie viele Leute hier schon gestorben sind. Es sind allzu richtig hohe. Komm, wir gehen jetzt rein. YOLO! Ein großer Zwerg. Möchtet ihr... die Stufe 50 Instanz betreten, ja. Ich hab so einen Drang, aber... Ach, nee, du kannst, wir können da gar nicht rein. Oh Mann, oh. Ich fühl das... Scheiße, da ihr seid alle behindert. Fickt euch. Warte, wer müssen wir Werbung machen? Menschen! Ups, das war jetzt falsch. Mann, oh. Ja. So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ja, oh Mann, meine Nase läuft, das ist voll ekelhaft. Was hast du da geschrieben? YouTube Little Cookie Game. Ja, das ist mein WhatsApp-Status, ja. Kannst mal sehen, vergeil. Okay. So, wir wollten irgendwas tun. Ach, Cookie-Clicker haben wir sogar nachher laufen, zumindest ich, war Max. Ja, ich auch, warte mal, ich starte kurz Little Cookie-Clicker. Wir haben es noch laufen, wir werden euch aufklären. Nur jetzt momentan habe ich solche Updates hier. Da kann ich so auf Halloween und so Sachen umstellen. Ja, ich auch. Ich würde sagen, die lassen wir weg. Ich habe jetzt nur noch ein Update. Was? Was heißt ein Update? Ich habe jetzt... Wie viel Prozent hast du denn? Hört Piss Kids. Achso, ich habe jetzt nur... Mir fehlen noch... 33%? Ich habe 82%. Ja, dann fehlt dir aber nicht nur noch ein Update.
Ja, da ist noch ein Update. Und ja, wenn du das hast, kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr, du. Sonst würde mir jetzt, würde ich auch noch ein paar Upgrades mehr haben. Ja, ja, ist okay. Hä, wofür brauche ich eigentlich das Talent? Weiß ich nicht, du bist dafür behindert und machst Sachen, die du behindert bist. Nee, das ist für dieses Mürzen. Mürzen, weißt du? Mürzen. Talats und Mürzen, weißt du, was das war? Also voll konstruktiv zu farmen ist voll anstrengend. Ja, ich weiß. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen produktiv. Ach, übrigens, kommt halt ein Livestream, Roots of Magic. Was? Ja. Warum erfahre ich von den ganzen Sachen nichts? Johnny, wir sind zu zweit und ich erfahre von den ganzen Sachen nichts. Ich hab's gerade ausgedacht. Du planst, hä? Du planst. Sowieso keiner gucken, aber egal, wir machen einen. Hey, ja, wir loggen uns einfach mit irgendeinem anderen Account ein und sagen, oh mein Gott, wir haben Zuschauer. Einfach so ganz viele Tabs öffnen, und dann so mit Camtasia aufnehmen und du siehst so oben noch so die Tabs geöffnet. Zumindest bei mir, weil ich immer zu faul bin, das wegzumachen. Das heißt, man sieht die ganzen Sachen, die ich unten in meiner Schnell-Anklick-Leiste drin habe, weißt du? Damit du mal schnell zu den heißen Videos kommst. Nee, eigentlich nur zu One Piece und so. Und das, Animes! Ja, Hentais. Nee, nicht Hentais. Doch. Das ist meine Überlegung. Wenn in einem Anime ein Typ ein Porno guckt, ist dieser besagte Porno dann automatisch ein Hentai? Weil in Animes... Was ist, wenn einem Hentai Typ ein Anime guckt und diesem Anime guckt wieder einen Hentai? Ja, nein, aber theoretisch müssten die Pornos und Animes ja alles Hentais sein. Das heißt, sie kennen ja gar nichts anderes außer Hentais. Oder nicht? Weil die kennen ja die ganzen anderen Pornos nicht. Na, das weiß man nicht so genau. Ja, aber theoretisch. Kannst ja mal Japaner fragen, die wissen alles. Okay. Die haben ja auch das Internet erfunden, ne? Echt so. Wer hat das Internet erfunden? Meine Mama. Mr. Internet. Ja, ich greife hier gerade so einen Eiszwergpriester an. Ja, ich laufe gerade im Kreis. Nee, ich laufe nicht im Kreis, ich mache echt was. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich krieg jetzt einfach irgendwelche Tasten. Ich muss Tale. Warte. Hey! Ach, Entschuldigung. So. War das laut? Ich trinke jetzt was, ja. Das hat mich voll gestört. Wie lange wollten wir nochmal eine Folge machen? 20 Minuten. Gut, es ist nämlich jetzt genau 20 Minuten und 6,5 Sekunden rum. Okay, das ist... Warte. Alter, hör auf! Ich rede rüber. Warte. Ey, wir sind voll produktiv, wir haben keinen einzigen Quest abgeschlossen. Ja, und aber wir haben ein bisschen gearbeitet, ja. Ich finde, wir sollten produktiver sein. Ich hab zu dir gesagt, wir müssen produktiver sein, da kannst du... Nee, das zieht jetzt nicht. Nein. Nein, du bist ein rassistisches Kind. Du darfst nichts sagen. Ganz viel Luft auf einmal einziehen. Jetzt kannst du irgendwann keine Luft mehr einziehen. Oh lol. Okay, dann macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Oliver. Und hör auf zu reden. Hallo, wir reden jetzt voll übereinander. Hallo, du kannst doch nicht einfach so reden. Hallo, was machst du denn? Bist du behindert eigentlich? Hallo, ich will diese scheiß Folge beenden. Jetzt hör auf. Ich mach dich einfach leise. So. Tschüss. Oh yeah, hallo und herzlich willkommen meine Lieben und herzlich willkommen, ja, hab ich schon gesagt, zurück zu Let's Play Roots of Magic.